Ich glaub's einfach nicht. Und heiß ist natürlich, Moment, heiß ist auch der Fuß. Ich gehe da mal kein Risiko ein. Naja, ist so gut wie tot. Also rein theoretisch ist es so gut wie tot. Ich bombe nochmal eine Gruppenheilung raus und einen Sturm. What? Ach, das ist so viel. Das geht jetzt aber wirklich zu weit, hier Verstärkung holen. Ich weiß ja nicht. Okay, ist geschockt, von daher. Aber da was? Vom Galopp! Melon mit der Säbel zerteilt! Bin dir ähnlich! Ja, nur dass ich kein Säbel hab. Ach, Elektrokanone, Säbel. Konfusion gelernt. Ey, heiß nicht aufgepasst. So, wir gehen erstmal nach da unten, um festzustellen, dass hier nichts ist. Aber wie kommen wir in die Kiste? Kiste! Oh, sehen Sie nur, wie vermarktbar den Schlot im Porrausch. Der Geologe in mir. Überlebenswille in mir heißt, mich schnellsten Abstand nehmen, Herr Professor. Ja, aber wie komme ich an die Kiste? Ein Rätsel. Mysteriös. Verwirrend. Konfus. Also alles wie. Na. Schön, wie ich geschickt ausweiche. So nicht in die. Haha. Ich bin einfach nur brillant. Theorie. Nein, das wird wohl jetzt nichts mehr. Gut, nehmen wir mal eine zweite Theorie. Ein Flinksaft. Da trinke ich jetzt mal ganz flink meinen Saft. Au. Langsam wird Grenze schon den Körper verletzen. Aufzug im Vulkan. Oh Gott, Schallerspiele. Oh, und hier kann ich auch nicht speichern. Wie schön. Sehr toll. Moment. Habe ich euch. Habt ihr geglaubt, ihr könntet mir entkommen, was? Aber da habt ihr euch getäuscht. Mir kann man nicht entkommen. Unmöglich. Wer ist mir überhaupt konfus? Ich hab nicht aufgepasst. Ach, Eleanor. Ist ja nur meine Heilerin. Wenn es jetzt irgendwie wichtig wäre, wäre das echt ungünstig, aber so. Ha. Ihr seid auch nicht so mächtig aus Sturm. Da schwebt mir nicht so viele Magiepunkte. Och nein! Ihr war doch geschockt. Ist vergiftet worden, ne? Ist doch schon mal was Schönes. Okay, du machst nochmal Schulterdamme und du machst mal. Was dann? Okay, geht K.O., damit hätte sie die Sache komplett erledigt. Und tschüss. Na also. Kinderspiel. Gruppenheilung 3 gelernt. Na, das ist doch mal was. Halt 80, halt 175. Was macht überhaupt die große Heilung? 480, naja. Ein Vulkankristall. Halt erst den Hebel umlegen und dann können wir hier runter und dann können wir den Hebel umlegen und können darüber. Und können natürlich die auch noch platt machen. Warum auch nicht? Wir haben es sonst nicht so dran. Und es gibt Erfahrungspunkte, die brauchen wir. Gibt es jetzt überhaupt noch einen schweren Gegner gibt es noch? Ein richtig unangenehm schweren Gegner, sag ich mal. Einer kommt noch und der kommt, glaube ich, nicht mal so spät. Also der kommt auch bald, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, vermag. Richtig zu erinnern vermag.
Das ist äußerst unlustig. Ach ja, hol wieder eine Verstärkung. Und vergift. Ach. Jetzt treibt mich in den Wahnsinn. Oh, K.O. Naja, hat sich ja eh erledigt. Der müsste am Ende des Vulkans kommen. Wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, der ist auch nochmal richtig unlustig und danach, ja. Oh, Schalen durch beinahe wie eine perfekt gearbeitete Fassung. Ich bin fassungslos. Das ist ein Vulkankristall. Also den Weg nochmal zurück. Weil es so spannend ist. Ja. Moment. Ich will aber auch noch die Kiste haben. Moment. Ich glaube, ich weiß, wie ich daran komme. Aha. Ein grenzenloses Genie hat keine Grenzen, kennt keine Grenzen. Haha, ich bin so brillant. Seh nichts, also großen Text! Beschwere Snap in die Finsterheit, verzweifle nicht, bewahre Mut, die Truhe zu öffnen ist gescheit. Wie findest du das Kreuz aus Glut? Hier kann ich ja nicht speichern. Also ich muss irgendwas runterschmeißen. Ah! Gelandet! Passt das jetzt schon? Nein. Dann nicht bei Mut und die Scheibe. Ich finde das Kreuz aus Glut. Wo ist denn hier ein Kreuz aus Glut? Ich will verarschen? Überlegen. Muss ich nochmal zurück? Bin mir gerade nicht sicher. Den kann ich nicht runterschmeißen. Ach, Rätsel, wie ist die Liebe? Nein, ich muss ja nach oben. Auf jetzt! Das wärmt Füße. Ah, das wärmt. Wie auch immer. Ja. Ich muss sie jetzt leicht penetrant. Ich sehe etwas, kann ich ihn da runterschmeißen? Das heißt wohl nein. Das Kreuz aus Glut. Boah. Nein. Da muss der hin. Moment, jetzt nicht falsch schieben. Kann ich den da oben hin und dann. Müsste gehen. Müsste gehen. Glaube ich. Eventuell, vielleicht. Ist bestimmt die Möglichkeit. Meral, fahrt! Verharrt? Ist verharrt. Ja. Ich laufe erstmal in die Lava rein. Da wird es wenigstens warm um die Füße, ne? Und ich drücke nochmal eine Gruppenheilung rein. Kann ja auch nicht schaden. Wenn ich so nah am Ausgang bin, könnte ich ja tatsächlich nochmal rausgehen und mich nochmal komplett heilen. Vor allem heißen könnte das noch mal richtig gut gebrauchen.
wenn das jetzt schon kommt, was ich denke, das kommt, das ist, ja. Wahrscheinlich gehe ich diesen Weg jetzt total umsonst, aber... Ist ja nicht mein Problem, ich muss es ja nicht angucken. Er steht da wie Scheulerstadt. Zäule zerzart, ach, leck mich. Toll, jetzt habe ich schon so viele Betten in der Gegend, ne? Ich habe einen Topf, ich habe ein Zelt mit einem, ja, dünnen Leintuch, das auf dem Brett liegt. Ich habe einen Wasserhaufen. Das Floß ist ja leider weg. Schade. Ich warte immer, dass das Ding alleine aufgeht oder dass ich schon dahinter stehe oder keine Ahnung. Aber das Tor weigert sich. Es gehorcht meinem Willen nicht. Dafür werde ich sterben müssen. Warum kann ich nicht einfach direkt durch die Blitzmauer laufen? Ha. Ob ich das erste Mal wäre, dass ich durch eine Blitzmauer laufe? Das wäre höchstens die erste, die mich auffällt, ja, aber nicht die erste, durch die ich durchlaufe, ne? Ach nein, ich wollte nochmal speichern. Ärgerlich. Abwärts. Und die Aktien gehen aufwärts. Yeah. Bin da Hut, ey. So, mal schauen. Dann jetzt einfach hier rüber. Und rüber. Und auf. Ein Geistesblitz. Ja. Für Geist dauerhaft 3 Punkte. Heben wir noch ein bisschen auf. Dann teile ich das später gleichmäßig und gerecht auf. Ja, das reimt sich, was hier reimt, ist immer gut. Ich will mal speichern. Kinderspiel. Bitte. Das ist eine Beleidigung meines Verstandes. Na kommt. Dann hole ich auch ihn aufs Mull. Du greifst an und du machst... Schausturm. Es ist ein Kreuz. Warum sterbt ihr nicht einfach und gibt mir Erfahrung von... Ja, genau. Und warum sollen die mit den Tentakeln verwandt sein? Die sehen ihnen nicht mal ähnlich. Naja. Jeder wie er meint. Also, ich finde zumindest die nicht so... Na gut. Die haben keine Tentakel, ne? Das ist das Problem. Ach ja, zwinkert nach Hilfe vor allem. Was war das jetzt eben für Geräusch? Soll ich mir Sorgen machen? Ich habe meine Festplatte gerade voll. Habe ich mir das Geräusch nur ein... Ach, jetzt habe ich die falsche Attacke gewählt. Scheiß da drauf. Was war das eben für ein Geräusch? Die Aufnahme scheint noch problemlos leider zu laufen. Ich schaue dann besser mal nach, was das war. Oh, jetzt haben wir noch 2 Level bekommen, aber erst speichere ich nochmal. Und bin gleich wieder da. War bloß Miranda. Hat Probleme mit Verbindung mit ICQ herzustellen. Ah, ich wusste doch, hier gibt's doch was. Ha. Ich glaube, der kann was von mir verstecken. Haha, von meinen Fingern ist nichts. Schutzimpfung. Ich bin doch schon geimpft. Mensch. Ich war immer vom selben Doktor, Mensch. Seit 89, seit meiner Geburt bin ich immer beim selben Arzt. Ha. Schutzimpfung. Ich könnte es... Ach ja, richtig. Ich heb's ja auf, um es dann einigermaßen gleichmäßig zu verteilen. Wir wollen hier ja niemanden bevorzugen, ne? Hier herrscht Gleichberechtigung. Absolute Gleichberechtigung. Ah, ja. Was denn, Töpfchen? Ja, die Steine, ne? Der Platz ist perfekt, Schatz. Hör ich fast, den nicht ganz folgen zu können, Liebste! Meine versprochene Schüsse mit dem Granate. Das haben wir vergessen. Tu ich nicht! Ich habe auch nicht eine Sekunde geglaubt. Jetzt komm, ich möchte jetzt schießen lernen. Jetzt zeig ich ganz mal die Ziele ab! Also gut! Beim letzten Mal habe ich es beim ersten Mal geschafft. Also werde ich diesen richtig scheitern.
Hast du den da jetzt hinten, Schatz? Aber von hier nicht geschossen! Und da? Oh. Ja? Ist das viel zu weit? Nein! Sehr gut, was muss ich machen? Schuss fertig, präparieren! Nach Feuerbefehl warten! So, und jetzt ist es wieder so, dass ich noch nie von diesem Kaulerwisch gehört hätte. Ganz von vorne anfangen! Also gut, Waffe ziehen! Waffe ruhig halten! Donner wieder noch eins! Waffe ruhig halten, Rekord! Oh, pardon, Teufchen! Versuche etwas weniger zu wackeln! War schon ganz gut, nicht? Ja. Was muss ich nun tun? Wenn wir es hier, der uns dann der Ziel ist, heißt es Abzug ziehen! Das geht einfach. Die drei Ziele haben wir schon so gut wie getroffen. Ja. Voll vorbei. Alle drei, Sieger Schatz. Sag, wie war ich? Ey, Junge, Leistung! Was? Nichts gibt's. Mehr als Perfektion ist bei mir nicht drin. Mehr als Perfektion, ja. Ja, jetzt dürfen wir das alles nochmal anhören. Und ich weiß, vielleicht sau ich es wieder und dürfen wir es nochmal anhören. Und wieder und nochmal und wieder und nochmal und. Ja, komm schon. Da gibt es keine Beschleunigungstaste. Das ist ja wie in Siedler 1, da gibt es auch keine Beschleunigungstaste. Na komm schon, lass mich schießen! Ja, bla bla bla. Haha! Alle drei, Sieger Schatz! Sag, wie war ich? Weiß ich nicht! Ausruhung, stolz auf dich, Töpfchen! Wie lieb von dir! Nur hält eine Granate. Mann, ich hätte doch meine eigene Granate. Warum ich da viel Ball auf Feinde? Ja, ich nehme immer mit beeindruckenden Eigenschaften eines gewissen Herrn an. Ist der jetzt automatisch mit ausgerüstet? Ja. Ja. Mhm. Sehr viel stärker als die kleine Pistole. Ergibt auch Sinn, ne? Dass sie so viel stärker ist. Ah ja, richtig. Jetzt kommt, ne? Jetzt kommt. Ja, was jetzt kommt, sehen wir beim nächsten Mal. Ja, oh, das ist gemein, ich weiß. Aber die Stelle dauert jetzt ein wenig länger. Außerdem wartet uns am Ende wieder so ein richtig unschöner Endgegner. Ich glaube, neben den Füßen, die ich dieses Mal erstaunlicherweise gleich problemlos geschafft habe, der wohl unangenehmste Gegner im Spiel, wie ich finde, oder war es zumindest beim letzten Mal. Aber das sehen wir dann nächstes Wochenende. Also ihr seht es nächstes Wochenende, ich nächste Woche irgendwann wahrscheinlich. Mal schauen, weil ich das jetzt alles hochlaufe. Wenn ich jetzt von jedem. Jetzt habe ich drei Projekte und ich will von jedem zwei Stunden aufnehmen. Oh Gott. Ich denke mir mal schnelleres Internet. Sehr viel schnelleres Internet. Ja, was soll's. Kann man nichts machen. Ich habe hier einen Schalt Holz. Ja, das war's mit Die Reise ins All für heute, für diese Woche. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.